Wie jeden Tag geht Wolfgang Skubsch zum Training. Heute in die Schule Friedrich-Frank-Bogen im Stadtteil Nettelnburg. Hier versucht er, seine Leidenschaft Fußball an sozial benachteiligte Kinder weiterzugeben. Bei den 8- und 9-Jährigen ist Skubsch vor allem Pädagoge und Sozialarbeiter. Nur selten genießt er die volle Aufmerksamkeit. Also ich führe jetzt den Ball und muss jetzt hier ganz klein, guck mal, hier rum. Für sein Engagement bekommt Skubsch keinen Cent. Und das, obwohl der ehemalige Kellner seit 6 Jahren arbeitslos ist. Trotzdem ist er mit Begeisterung und Herzblut bei der Sache. Neben dem kleinen Fußball 1x1 steht der faire Umgang miteinander im Vordergrund. Wir haben einen Verletzten. Und wenn einer verletzt ist, dann warten wir erst, okay? Eine anstrengende Aufgabe. Ja, absolut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und da ich nun auch nicht mehr so ganz der Jüngste bin, aber es macht mir trotzdem Spaß. Wir haben natürlich jetzt heute gerade sehr wenig Kinder. Das sind so zwischen schon mal nur 5, es sind aber auch schon mal 15. Neben dem Spaß hat Fußball für ihn noch eine ganz andere Bedeutung. Also der Fußball hat mir absolut Sicherheit gegeben und auch nicht irgendwo mal einen anderen Gedanken verschwendet. Auch keinen Bock, stehst nicht auf oder gehst nicht zum Training. Entschuldigung, ich habe, so lange wie ich jetzt bin, ein einziges Mal beim Training geführt. Das runde Leder statt Alkohol und Drogen, Fußball und tägliches Training, wie hier beim SV Nettelnburg à la Möhr, sind sein soziales Auffangbecken. Dafür nimmt Skubsch vieles in Kauf. Ich bin nie verheiratet gewesen, allerdings, weil einige so nach den Ring fragen, nein, das ist wirklich ein Zeichen. Ich war mit jemandem zusammen. Auch zusammen gelebt. Aber irgendwann geht das nicht. Die A-Jugend des SV Nettelnburg à la Möhr sieht das lockerer. Da kommt Fußball für einige Spieler erst an zweiter Stelle. Ist natürlich auch das Problem, sage ich einfach mal, die sind natürlich im Alter, wo sie Abitur schreiben oder eben halt auch schon selbst einen Job haben. Und dann beim Job ist eben halt so, wie ich heute auch wieder eine SMS gekriegt habe, Trainer, der ist auf dem Bau und der kann jetzt nicht zum Training kommen. Aber damit muss man einfach leben. Seit einem Jahr trainiert Skubsch den Landesligisten. Seine Erfahrung soll helfen, die Klasse zu halten. 2008 war ihm dieses Kunststück beim Regionalligisten Altona 93 gelungen. Und zwar durch vollen Einsatz. Bereits in jungen Jahren ordnete er die berufliche Zukunft dem Sport unter. So, was gibt's jetzt? Kellner oder Fußball? Hm? Gab's für mich Fußball. Mit Fußball habe ich nie Geld verdient, werde ich auch nicht verdienen. Manchmal zählen im Leben andere Dinge als das Geld. Für Wolfgang Skubsch zählt nur der Fußball. Er ist und bleibt der Mittelpunkt seines Lebens.